Ich begrüße euch ganz recht herzlich zur zweiten Folge vom Fernbus-Simulator. Wir sind ja in der letzten Folge so eine, was heißt längere Strecke, wir sind von Erfurt nach Dresden gefahren und haben das Spiel einfach mal angetestet, um mal so einen kleinen Einblick zu bekommen. Und heute geht es nun wirklich richtig los. Und da habe ich auch schon unsere eine längere Strecke rausgesucht. Eine sogar halb reale Strecke. Wir fahren von Dresden über Leipzig, Halle, Magdeburg, Braunschweig, Hannover nach Bremen. Das ist so gesehen quasi ein Kurzläufer der Linie 267, die normalerweise von Prag bis nach Osnabrück führt. Nicht bis nach Osnabrück, bis... Lasst mich kurz gucken, lasst mich nicht lügen, die fährt nach. Nach Oldenburg fährt die normalerweise, aber da Oldenburg hier nicht verfügbar ist, fahren wir nur bis Bremen. Ja, manchmal fährt die auch noch weiter bis nach Amsterdam, aber das können wir hier sowieso nicht. Genau. Da das eine etwas längere Strecke ist, habe ich mir gedacht, nehmen wir einfach mal den Dreiachser mit. Der sieht so aus hier. Ja, hier schön in Dresden, Bahnhof Neustadt und so. Und wir begeben uns jetzt erstmal in den Bus. Diese nervigen Hilfsanweisungen habe ich jetzt erstmal ausgemacht. So. So sieht das ganze Ding von innen aus, ist ganz schön lang. Ja, nur mit keiner Bestuhlung in der Mitte, sondern... Oh, guck mal, ich habe eine Hand. Uhu. Ja, auf jeden Fall kein Stuhl in der Mitte, sondern hier nur links und rechts zwei Sitze und ja, dann ganz viele weitere Sitze. Und dann steigen wir erstmal ein, machen schon mal den Motor soweit an und können auch schon drinnen den zweiten Bildschirm anmachen. Genau, unser nächster Halt ist in Leipzig, wir kommen 19.31 Uhr an, also wir fahren eine ganz schön lange Strecke, mussten demzufolge auch unsere Pause machen zwischendrin. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal die Zielanzeige an, Richtung Bremen, die Linie 267. Ja, bitte, danke. Oh, hier kann man es auch nochmal sehen. In Leipzig kommen wir dann um 9.56 Uhr an, wir haben es jetzt, ich kann mich ja schon mal einloggen. Wir haben es jetzt gegen 8 Uhr, genau, 8.02 Uhr, 8.07 Uhr müssen wir losfahren. Und ja, so schwupp, schwupp, schwupp. Wollen wir dann erstmal die ganzen Gepäckklappen aufmachen. Da sehen wir dann auch gleich schon, die Leute werden ihr Gepäck natürlich nur, wenn wir hier drüben aufmachen. Das, was sie, ja, dich nehme ich schon mal mit. Das Gepäck, was sie haben, werden sie dann auch einladen. Sehen wir gleich, was sie in den Händen halten. Geht es hier rein, schwupp, schwupp, schwupp. So, dann checken wir jetzt alle ein. Du fährst nach Hannover, da fahren wir auch lang. Du möchtest nach Heidelberg, kann ich jetzt mal so machen, aber er weiß, wir fahren da nicht hin, deswegen hat er sich im Bus geirrt. Das ist das Schöne beim Express-Check-In, da kann ich niemanden falsch mitnehmen. So, Richtung Leipzig sind sie eine der ersten, die aussteigen dürfen. Richtung Bonn, nein, da will ich nicht hin, aber du darfst mit. Und du darfst natürlich auch mit. Wie sieht's mit dir aus? Du möchtest nach Leipzig, auch du darfst mit. Sie. Nach Magdeburg nehme ich gerne mit. Und wo wollen Sie hin? Nach Hannover. Fahre ich auch hin. So, jetzt haben wir nur noch die zwei Leute. Können ja mal kurz gucken. Check-in. Keiner mehr ausstehend. Alle eingecheckt. Das ist schön. Wie viel erwarten uns denn an der nächsten Haltestelle? Steigen zwei aus und acht kommen dazu. In Halle steigen nochmal fünf dazu. Magdeburg steigen sieben Leute aus, drei kommen dazu. In Braunschweig das gleiche. In Hannover gibt es dann nochmal einen Wechsel von 11 Fahrgästen. Fünf gehen von uns oder verlassen den Bus, gehen von uns, vielleicht etwas böse. Und sechs Leute kommen dazu. Und dann sind wir zum Schluss, wenn wir dann ankommen, in Bremen noch mit 14 Mann unterwegs, die wir dann in Bremen entsprechend rauslassen. So, ich würde jetzt aber sagen, wir können eigentlich los. Was war denn das für eine komische Spiegelung hier? So, machen wir alles runter und zu. Ihr wolltet nicht mit, ihr gehört woanders hin. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Es will ja niemand mehr mit, da können wir auch eigentlich schon losfahren. Sind zwar ein bisschen früher unterwegs, aber das ist ja nicht so schlimm. So, machen wir die Tür noch zu. Die ist zu, perfekt. Und ja, Haltestellen. Bremse können wir lösen. Ich mache mal noch das Licht. Wobei, Licht brauche ich jetzt eigentlich nicht anmachen. Nein, das ist falsch. Das ist übrigens jetzt das Rollo, was wir hier oben haben. So, kommt gleich. Da kommt es. Können wir ein bisschen runterfahren. Sehen wir zwar nichts mehr durch den Spiegel, aber naja, Windsturz. Das fahre ich jetzt mal schnell wieder hoch.
Dann guck ich mal, können wir sonst noch irgendwas groß einstellen? Natürlich dann unseren Gang. Ich habe mal irgendwie das Gefühl, dass wenn ich hier auf dem stehe, also auf D5, dass ich da irgendwie schneller beschleunige. Keine Ahnung, wofür das steht, ob ich da dann vielleicht im fünften beschleunige. Ich kann es auch mal in die Mitte stellen, vielleicht bringt das ja auch was. So, alles Mögliche ist an, WLAN haben wir an, Toilette ist offen. Und ja, was, ich glaube, das ist Kaffee oder so, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall auch vorhanden. Leselampe kann ich gar nicht anmachen. Ich kann normales Licht anmachen, das brauchen wir aber nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. So, jetzt kann ich auch mal wieder reden. Die Ansage hat mir ja ganz viel Zeit erstmal erspart, die ich quatschen muss. Ja, finde ich aber auch mal ganz cool, so eine Ansage, die dann gemerkt wird, was ich noch cool finde, wenn man noch Ansagen einbauen würde, die dann so sagen würden, nächster Halt, Leipzig oder was bei uns jetzt der Fall ist, sage ich mal. So, wir wollen uns hier mal kurz reindrängeln. So, das passt. Ja, auf jeden Fall mit diesem Bus bzw. mit dieser Linie 267 bin ich auch schon mal persönlich gefahren von Halle nach Magdeburg und der kam dann aber wirklich aus Prag, der Bus, und fuhr dann glaube ich auch wirklich bis Oldenburg durch. Das kann man jetzt hier nicht ganz eins zu eins nachsimulieren, aber das habe ich einfach mal probiert, weil es eben auch eine reale Strecke ist, die wir jetzt fahren werden, also zumindest halbwegs real würde ich jetzt mal grob es nennen. Ja gut, werde ich jetzt irgendwo reingelassen? Irgendwie ist mir das zu dunkel. Ich mach mal noch Licht an. Lässt du mich rein? Du lässt mich, wenn ich gefahren bin. Sehr freundlich. Ja. Auf jeden Fall, nachdem ich ein bisschen hier schon gefahren bin,
habe ich meine Meinung dann doch etwas nach unten korrigiert. Ich sag mal, wenn man so... Ich fahre zu langsam, ja, ich beschleunige schon ein Spiel. Also sowas ist natürlich dann entsprechend nervig. Ich drücke das Gaspedal komplett durch. Da kann ich jetzt nichts dagegen tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe falsch gelegen. Der Regen fällt doch auf die Scheibe, wie wir sehen. Ja, leider regnet es jetzt, aber das soll uns nicht stören. Wir werden trotzdem hier ganz entspannt weiterfahren. Sofern hier die Autos auch fahren wollen. So, scheinbar müssen wir jetzt leider komplett anmachen, weil der Regen doch etwas zu stark sonst ist. So, ich fahre mal anderen rechts vorbei, wie man das so schön nicht macht. Um das nur nochmal zu betonen. So, Tempomat rein und los kann's gehen oder weiter kann's gehen. Ja, dann können wir jetzt hier ganz entspannt fahren. Haben jetzt erstmal 122 Kilometer bis nach Leipzig, bis wir dann an unseren ersten Halt kommen. Ich habe übrigens letztes Mal vergessen, mich auszuloggen und meine XP zu bekommen. Das tut mir auch ganz doll leid. Oh, das, nee, das war die falsche Taste. Das wollte ich drücken. Aber jetzt haben wir, wenn ich richtig fliege, muss ich gleich mal gucken, wenn ich etwas langsamer bin. Wo müssen wir überhaupt runter? Hier müssen wir schon runter. Richtig, ja, wir müssen ja so gesehen die A14 dann Richtung Leipzig fahren. Da fahren wir sogar einmal durch Leipzig durch. Dann hier rüber nach Halle mit der Landstraße. Gut, da weiß ich Bescheid. Ja, ich muss hier mal... Ich muss hier nochmal... Perfekt, jetzt bin ich einmal ganz rüber gefahren. Ich kann auch... Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch auf der mittleren Spur bleiben können. Aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig, nicht ganz so dramatisch. So. Ah, hier ist doch etwas... Ja, jetzt stimmt das ausnahmsweise, wenn man das Lenkfehlverhalten mal echt recht stark eingelenkt habe. Aber vorher stimmte das nie so wirklich. So. Ja. Ja, ist ja okay. Das war etwas schnell eingelenkt, ich gebe es ja zu. Aber trotzdem, ist doch okay. So, jetzt kann ich auch hier auf die Spur ganz außen fahren. Ich kann immer noch nicht gucken. Aber ich glaube, ich habe das Licht drin angemacht. Ja, das wird schon an sein. Hätte eigentlich auch in der Nacht fahren können, fällt mir gerade auf, weil Nachtfahrten habe ich auch schon freigeschaltet. Da... Wow, wo kam der denn her? Den habe ich irgendwie nicht gesehen. Glück gehabt, würde ich mal sagen. Und auf der rechten Spur fährt wieder keiner. Aber naja, ich möchte mich ja nicht die ganze Zeit aufregen. Wir können ja auch einfach mal die Grafik hier genießen, weil ich finde, das sieht immer noch herrlich aus. Auch wenn ich finde, dass es teilweise zu scharf ist, weil ich erkenne nicht immer genau, welche Geschwindigkeit ich fahre. Das ist, finde ich, so überscharf. Also ich schon nicht mehr erkenne. Das gibt es aber im ETS auch, wenn man die, sage ich mal, die Grafikeinstellung auf ganz hoch gestellt hat, also auf das Ultra, auf das Maximum, was geht. Da erkennst du im Display auch nicht mehr. Weil das dann so überbeleuchtet ist, da geht dann gar nichts mehr. So, hier muss ich mal etwas lauter sprechen, denn hier ist es auch etwas lauter. Ja. Ja. Oh, einfach wieder normal. Ich glaube, ich fahre lieber von drinnen. Das kann ich besser, das liegt mir besser. In den Genuss eines Parkplatzes kommen wir heute zwangsweise auch, weil wir müssen ja immerhin unsere Pause machen. Und ja. Dann gucken wir dann auch nach einem Parkplatz, da muss ich gleich auch mal gucken, wenn wir dann da sind, ob ich da irgendwo den geeigneten Parkplatz finde. So, hier ist alles freigegeben, keine Probleme, alles supi. Ah, hier ist sogar eine Tankstelle dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Vorsicht, laut. Ja, es ist eine Tankstelle dabei. Und was fahrt ihr denn hier so langsam? Leute, Autobahn und so. Da vorne stand sogar noch freigegeben. Ja, das ist, was ihr im Hintergrund hört, ein Flugzeug. Das finde ich ein bisschen nervig hier. Oh ja. Wir können scheinbar schon wieder ausmachen. Wir haben hier in der Gegend um Leipzig logischerweise einen Flughafen. Leipzig-Halle. Aber der Ton wird hier so oft abgespielt, als ob da im Minutentakt ein Flugzeug startet oder landet.
Es ist halt doch ein bisschen unrealistisch. In der Nacht mag das sein. Weil da fliegt DHL und DHL fliegt wirklich im Minutentakt. Aber am Tag, nee. Nicht wirklich. Das ist dann nicht ganz so schön, aber naja. Kann man drüber hinwegsehen. Ui, scharfe Kurve. So, da hatten wir lieber mal ein bisschen mehr Abstand hier zum LKW. Bevor wir jetzt hier davor fahren. Ja, aber ich finde, es fährt sich jetzt doch eigentlich ganz entspannt. Wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, geht's auch. Nachdem ich jetzt hier schon ein bisschen gefahren bin. Ich bin auch noch nicht sehr viel gefahren, von daher kann ich es jetzt auch noch nicht allzu stark beurteilen, ob das jetzt extrem ist. Also ich habe viele Stellen gehabt, wo die KI einfach nur Mist gemacht hat. Hat man ja gesehen, hier auf der A4 Jagdbergtunnel, dass die dahinter einfach irgendwie rausfliegen. Neben mir, dann, also in der dritten Spur, die fliegen irgendwie raus. Gibt es an manchen Stellen, wo sie halt in der zweiten Spur der Meinung sind, sie müssen dann einfach in die Brücke fahren nach rechts. Ah, solche Sachen halt. Ist halt noch ganz schön verbuggt. So. Mein Navi ist auch sehr hilfreich, weil ich weiß nicht, ob ich abfahren muss oder nicht. Das weiß ich jetzt hier in dem Fall, weil hier Leipzig ist. Von daher weiß ich, dass ich hier abfahren muss. Aber sonst wäre es ein bisschen schlechter gewesen.